Moin moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit Sneaky Sasquatch und ja, wir machen weiter mit unserem Gabelstapler-Job und unserem Kranführer-Job, denn wir sind kurz davor aufzusteigen. Und ich weiß nicht, was danach passiert, was wir danach bekommen, wenn wir hier aufsteigen in dem Rang. Vielleicht werden wir Vorarbeiter oder Hafenmeister oder irgendwas ähnliches. Mal gucken. Wir können gespannt sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir danach werden. Wir gucken mal, was wir heute an Aufgaben zu erledigen haben. Also, wir müssen zum einen Zellstoff zum Liegeplatz 2 bringen aus Lagerhaus C. Wir müssen Kupfer aus Lagerhaus C zum Liegeplatz 2 bringen. Und wir müssen Trockenfleisch vom Rind aus Lagerhaus A an Liegeplatz 2 bringen. Das werden wir heute machen. Wir sind schon im richtigen Lagerhaus. Also hier finden wir einmal Zellstoff und einmal Kupfer. Das werden wir uns gleich erstmal holen und zum Liegeplatz hinfahren. Okay, ich drehe hier einmal mal um. So. Liegeplatz 2 ist hier vorne eigentlich gleich, genau. Perfekt. Nein, aussteigen wollte ich nicht. Ich wollte das einfach mal hier so abladen. Perfekt. So, dann gehen wir wieder raus. Holen das nächste ab. Lagerhaus C, genau, ist hier vorne. Und ich glaube, wir brauchen jetzt... ach, viermal Kupfer. Okay, das habe ich jetzt übersehen. Viermal Kupfer. Dann hätten wir eigentlich gleich stapeln können. Aber... ah, nee, hier stehen ja drei übereinander. Das nehmen wir mit. Perfekt. So. Wackelige Angelegenheit. Wackelige Angelegenheit. Aber Sasquatch, der macht das schon. Der ist Profi-Gabelstaplerfahrer. So, dann laden wir das Ganze hier ab. Perfekt. So, jetzt brauchen wir einmal Zellstoff. Das müsste ja auch in Lager C sein. Genau, das ist gleich hier vorne. Einmal das Pack mitnehmen hier. So, das stellen wir schon mal gleich hin. Und dann müssen wir nach Lagerhaus A. Perfekt, Lagerhaus A. Und holen dort jetzt zweimal dieses Trockenfleisch. Muss hier drin sein. Mal gucken, ob das irgendwie gestapelt ist oder ob wir das noch stapeln müssen. Wir müssen das noch stapeln. Dann nehmen wir das einmal das oberste hier ab. Das oberste nehmen wir hier ab. So. Fahren hier ran. Stellen das hier auf das andere Trockenfleisch einfach rauf. Perfekt. Fahren die ganze Gabel nach unten. Und haben jetzt zwei dieser Kisten auf einmal auf unserer Gabel drauf. Das ist natürlich nice, das ist cool. Spart uns einen kompletten Weg. Hin und zurück. So, dann sind wir, glaube ich, auch schon fertig. Ja, wir sind fertig. Job erledigt. Oh! Auftrag erledigt und wir sind aufgestiegen. Mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt bin ich ja gespannt. Oh, sie kommt raus. Ich möchte mal einen Moment mit Ihnen sprechen, Sasquatch. Ich habe gehört, dass Sie meine anderen Leute bei weitem übertreffen. Das denke ich auch. Ich kann nicht zulassen, dass mein bester Fahrer durch technische Unzulänglichkeiten in seiner Arbeitsleistung eingeschränkt wird. Da habe ich eine weitere Motorenaufrüstung veranlasst. Mal sehen, was Sie mit der erhöhten Maximalgeschwindigkeit anstellen können. Ich hoffe, Sie werden mich nicht wirklich beeindrucken. Mich beeindrucken. Okay. Oh, der Hafendirektor schläft gleich ein. Puh, ich bin total erledigt. Ich muss wirklich einen Junior-Aufseher einstellen, wenn ich nur mal jemanden mit genügend Erfahrung finden könnte. Ein qualifizierter Kandidat müsste eine umfassende praktische Erfahrung in all den Arbeitsbereichen hier haben. Naja, ich mache mich besser mal wieder an die Arbeit. Machen Sie weiter mit Ihrer Arbeit. Machen wir. Okay, wir müssen in allen Bereichen gut sein. Das heißt, wir müssen einmal, also Gabelstapler sind wir jetzt gut. Wir müssen als Kranfahrer auch noch gut sein. Und wir müssen als Sicherheitsdienst, Hafensicherheitsdienst, auch noch gut sein. So. Wir machen jetzt weiter mit diesem Kranjob. Also Gabelstapler. Oh, 500 Münzen jetzt. Nice. Okay, wir machen mit dem Kran, mit dem Kranjob weiter. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Die SS Rusty Billiard ist gerade angekommen. Ich muss entladen werden. Nutzen Sie den Kran, um die Fracht auf die Ladezone zu entladen. Die Gabelstapler werden Sie von dort abholen. Überprüfen Sie Ihr Klemmbrett, um zu sehen, welche Fracht entladen werden muss. Ich bin im Pausenraum.
falls sie mich brauchen sollten. Ja, eigentlich alles abladen. Ist ja eigentlich meist so. Wir gucken aber sicherheitshalber nochmal drauf. 5-mal Propangas und ein Motor. Und das steht auch alles hier drauf. Es wird schon langsam wieder dunkel. Wir beeilen uns mal. Die Gabelstapler warten da schon auf uns. Die wollen loslegen. So. Ich habe hier 2 Arme. Also wie man das steuert, keine Ahnung. Also das ist für mich total umständlich. Ich mache lieber alles mit einer Hand. Das ist für mich besser. Jetzt bin ich hier komplett rausgegangen. Das ist für mich ein bisschen besser und entspannter. Also ich fahre einfach hier so ran. Nimm den Arm wieder ab und gehe rüber zu dem anderen Schalthebel. Und lade die Fracht einfach auf. Das ist für mich besser, als wenn ich mit beiden Armen hier hin und her ruder. Wobei weiß ich gar nicht, ob das dann auch schneller gehen soll. Weil wenn man da schon so hin und her eiert, wie so ein Verrückter. Vielleicht geht es schneller, wenn man es kann, aber ich habe es noch nicht herausgefunden, wie es geht. So, wir haben das erste Propangas abgesetzt. Wir holen uns das nächste. Es wird ganz schön dunkel. Aber die Arbeit muss noch verrichtet werden. So, wieder hoch. Dann laden wir das hier vorne wieder ab. Und einmal runter. Ich kann ja mal die zweite Hand da dazu tun. So, das wäre jetzt... Nee, das ist die rechte Hand. Komischerweise bediene ich rechts mit dem linken Stick. Und meine linke Hand bediene ich mit dem rechten Stick. Das ist ein bisschen weird. Und wenn ich jetzt beide Hände hier rauflege, fässt er ja nur eine an. Das ist ja klar. Und die andere nimmt er wieder weg. Also ich müsste die andere runternehmen. So. Die müsste ich wegnehmen. Die hoch. Nee, geht auch nicht. Ich muss irgendwie... Ah, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Ah, jo. Jo, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Ja, nice. Wieso sagt mir das keiner? Also man muss hier mit diesen Schultertasten... Kann man diese beiden Schalthebel greifen? Boah, das geht auf jeden Fall schneller. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe, wie das funktioniert. Sonst hätte ich... Das geht wirklich schneller. Krass. Oha, das habe ich ein bisschen falsch abgesetzt. Muss nochmal hoch. So. Wie schnell das geht. Heftig. So. 2-mal Propangas noch. Sieht ein bisschen komisch aus von seinen Händen her, aber das ist für mich besser. Jetzt ist wirklich die linke Hand auf dem linken Stick. Und die rechte Hand auf dem rechten Stick. Wieso greife ich das eigentlich hier wieder? So. Noch einmal Propangas. Und dann sind wir fertig. Perfekt. Und abladen. Jo, geht auf jeden Fall schneller. Kran müssen wir noch ein bisschen leveln, sehe ich gerade. Wir haben wir erstmal die Hälfte davon. Aber wir müssen eh schlafen gehen. Aber wir sind ein bisschen müde. Wir könnten, glaube ich, auch diesen... Nee, Hafendienst können wir leider nicht machen. Hätten wir vorher... Hätten wir, glaube ich, vorher machen sollen, oder? Mal gucken, vielleicht können wir gleich die Nachtschicht. Warte mal. Oh jo, können wir machen. Sicherheitsdienst bei Nacht. Dann machen wir das mal gleich. Behalten Sie die Überwachungskameras im Blick und patrouillieren Sie hin und wieder auf dem Areal. Wenn etwas passiert, schreiben Sie einen Vorfallbericht darüber. Ich bin im Pausenraum, falls Sie mich brauchen sollten. Gut, also wir sind jetzt ganz alleine hier. Hier haben wir einmal die... Achso, das Klemmbrett nehme ich mir mal. Da muss ich nachher wahrscheinlich den Bericht schreiben. Den Vorfall. Wir gucken uns mal hier ein bisschen um. Hier haben wir alle 9 Monitore oder alle 9 Kameras, die auf dem Gelände verteilt sind. Und hier kann man die einzelnen Kameras nochmal durchschalten. Dann gucken wir einfach mal durch, ob hier irgendwas passiert.
wie irgendeine rumgeistert und versucht irgendwas zu klauen. Im Hintergrund schnarcht jemand, höre ich gerade. Bis jetzt ist alles ruhig. Oh. Da ist ein Alarm angegangen. Oh, da, Lagerhalle A. Da müssen wir hin. Lagerhalle A, da gehen wir jetzt schnell hin und gucken uns das mal an. Na klar, er pennt hier. Warum auch nicht? Oh, hier. Huch, ich wusste nicht, dass du hier bist, Herr Squatch. Wo willst du hin? Bleib stehen. Alles klar. Wir wissen schon, wer das war. Oh, hier vorne kommen wir jetzt hin. Was können wir hier denn machen? Können wir den Strom hier abstellen? Das machen wir mal. Okay, wir haben den Strom abgestellt. Für was auch immer. So, Lagerhaus A. Das ist hier vorne, genau. Die Tür steht nämlich auch auf. Uiuiuiui. Und hier liegt Senf. Senf auf dem Boden. Wer hat denn hier Senf verloren? Hier hat irgendeiner in den Kissen rumgewühlt. Und das kann nur der Waschbär gewesen sein. Was ist das? Alarm? Oh ne, den kann man nur ziehen, wenn wirklich Alarm ist. Aber wie kriegen wir den wieder aus, den Alarm? Hier vorne, oder? Ach ne, da machen wir das Tor auf. Das können wir wieder runterfahren. Das war der Waschbär. Definitiv war das der Waschbär, der den Alarm ausgelöst hat. Irgendwas hat das aber auf sich mit diesem Strom hier, den wir hier unten abgeschaltet haben. Wir gucken uns mal weiter um. Wir gehen mal nach hier oben vielleicht. Vielleicht kommen wir ja hier jetzt irgendwo rein. Vielleicht hier? Sie dürfen während der Arbeit nicht dort hineingehen. Das können Sie in Ihrer Freizeit tun. Schade, jetzt habe ich gedacht, dass wir da wer reinkommen. Schade. Oha, er liegt ja auf dem Boden. Vorbeiter, haben Sie schon wieder vergessen, was Sie hier tun müssen? Behalten Sie die Überwachungskameras im Blick und patrouillieren Sie hin und wieder auf dem Areal. Wenn etwas passiert, schreiben Sie einen Vorfallbericht darüber. Okay, dann müssen wir den jetzt machen. Wir gehen jetzt zurück und schreiben diesen Bericht. Ein bisschen Zeit haben wir noch, eine Minute ungefähr. Wir schreiben, dass wir den Waschbären gesehen haben, wie er Senf geklaut hat. So, ja, wir schreiben jetzt den Bericht. So, unbefugtes Betreten. Ja, das ist ja unbefugtes Betreten auf jeden Fall. Vandalismus, Frachtdiebstahl. Frachtdiebstahl, das kreuzen wir auch mal an. So. Naturkatastrophe, okay. Nee, Location, Lagerhaus A war das. Perfekt. Sie können den Bericht jederzeit ändern oder verwerfen. So, wir gucken uns nochmal die Kameras hier an. Wie kann man denn nun den Alarm ausstellen? Da ist der Alarm. So, wir drehen nochmal hier. Gucken uns nochmal die Kameras an. Na gut, der Waschbär ist weg. Da wird jetzt auch nichts mehr passieren wahrscheinlich. Ich würde aber gern irgendwie den Alarm ausschalten. Hier stehen die ganzen Gabelstapler. Wir fahren mal mit einem rum. Wir können ja schneller fahren, ne? Wir fahren mal hier ums Gelände rum. Ihre Geschichte ist vorbei. Nein! Nein! Ich habe mir das Filmmaterial von Ihrer Schicht angesehen. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Gute Arbeit. Okay. Wir haben gute Arbeit geleistet. Aber was mich wundert, oder was ich nicht verstehe, jetzt haben wir ja diesen Schalter. Nee, der ist jetzt wieder an. Der holt uns jetzt zurück, ne? Genau. Jetzt schläft er nicht. Komisch, ne? Jetzt schläft er nicht. Vorhin hat er noch geschlafen. So, wir gehen jetzt auch mal schlafen. Wir gehen jetzt nach Hause.
Und legen uns auch einmal hin. Und dann werden wir, wenn wir weiter mit unserem Job machen, einmal schlafen legen. Ich finde mit diesem, ich glaube, die haben das Spiel ein bisschen optimiert für die neuen Mac M1, weil es läuft definitiv flüssiger. Es hackt nicht mehr so rum, stottert nicht mehr so beim Laufen. Das haben sie echt gut hingekriegt. Das war ja so ein Problem. Gerade in den Streams und so hatte ich arge Probleme, das zu spielen. Oh, unser Magen knurrt aber gewaltig. Hatte ich arge Probleme, das zu spielen, weil das so dermaßen geruckelt hat. Aber das haben sie behoben. So. Jack, komm her, du kriegst auch noch was zu essen. Du kriegst auch einen Hamburger. Perfekt, wir kraulen dich mal noch ein bisschen. Oh. Kriegen wir das noch voll? Ja, perfekt. Oh, geht sogar noch ein bisschen weiter. Jetzt ist aber Schluss. So, zurück an die Arbeit, würde ich sagen. Zurück an die Arbeit. Komm, Jack. Auf geht's. Auf geht's. Fahrrad steht hier. Der Kleine sitzt im Rucksack. Und wir fahren zur nächsten Schicht. Kran dauert noch echt lange. Aber wir machen mal noch ein... wir fahren mal hier hoch. Oh, was denn hier? Wir gehen mal rein. Unbefugtes Betreten verboten. Ah jo, hier sind wir bei dem Fuchs. Stimmt. Hier können wir ja Sachen kaufen. Wir gehen mal zu ihm hin. Das haben wir hier schon alles gekauft. Wir quatschen den Fuchs mal an. Hey Sasquatch, willkommen in meiner Höhle. Hier plane ich all meine Streiche. Hi. Okay. Oha, hier liegt ein Knochen, Dinosaurierknochen. Oh nein, Jack, kackst du da etwa? Eklig. Ah, jetzt sind wir hier drin. Im Untergrund. Ich stelle das mal hier aus. Muss das in den roten Bereich? Wir müssen das ausstellen, damit wir da weiterkommen. Jetzt haben wir es angestellt, komplett. Dann müssen wir noch ein Stück weiter drehen. Oh, das Ding explodiert gleich. Wir drehen es mal wieder zurück. Und dann müssen wir von der anderen Seite auch nochmal drehen. Aber da kommen wir nicht lang. Wir müssen einen anderen Weg finden, um da lang zu kommen. So, jetzt haben wir nämlich die beiden hier vorne ausgemacht. Genau, jetzt müssen wir auf die andere Seite irgendwie hinkommen. Dann gehen wir hier ein Stück nach links. Und hier ist schon die erste Sicherheitstür. Und da brauchen wir einen Code für. Den weiß ich natürlich nicht. 4x die 1. 4x die 9. Passt irgendwie nicht. Wir brauchen den Code. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Das heißt, wir gehen wieder raus. Und werden unseren Job nachgehen. Aber das müssen wir uns merken. Wir haben noch ein paar... Oha, was ist das hier? Du bist Nummer... Okay. Warte in der Schlange. Wir haben noch ein paar andere Sachen hier bekommen. Wir haben einmal das Fernglas, haben wir uns ja gekauft von dem Fuchs. Was haben wir uns noch gekauft? Nur das Fernglas. Ach, wir haben uns hier diese... Oha, krasse Stiefel. Wir haben uns diese Stiefel hier noch gekauft. Genau, die ziehen wir mal gleich an. Sieht cool aus. Okay, dann gehen wir wieder raus. Ah, hier oben kann man auch nochmal hin. Komm, Jack, wir gehen hier oben mal gucken, was hier abgeht. Hier ist eine Kiste.
Und hier oben drauf liegt ein Schlüssel. Den können wir aber nicht nehmen. Wir brauchen das Fernglas. Wir brauchen das Fernglas. Für irgendwas. Können wir das ausrüsten? Mal gucken. Ja, können wir ausrüsten. Mit dem Fernglas gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Bereich 32%. Was hat das zu bedeuten? Vielleicht müssen wir den Code hier irgendwo finden. Hier vorne haben wir nochmal was zum Ausgraben. Können wir hier so lang laufen? Ich glaube, wir kommen hier so durch. Genau, da kommen wir durch. Gucken wir uns hier oben mal durch. Oh! Hier ist die erste Zahl. 0. Okay, die erste Zahl von dem Tresor ist die 0. Okay, dann gucken wir weiter. Gucken wir weiter, ob wir noch die anderen Zahlen finden. Hier ist auch nochmal ein Versteck mit einer Schatzkiste. Hier stehen wir. Hier ist nochmal was zum Ausgraben. Da war der Gulli eben. Da ist auch nochmal ein Gulli. Oh, hier ist die zweite Zahl. 5. 0, 5. 0, 5. Eine... boah, ich dachte eben. Eine brauchen wir noch. Ne, zwei brauchen wir noch. 0, 5. Gucken, ob wir die dritte Zahl hier auch irgendwo finden. Ah, hier ist nichts. 05. Wie weit können wir hier runter? Oh, weiter können wir nicht. Zwei Zahlen noch. Nur noch zwei Zahlen. Und hier sind wir gekommen. Da sind wir reingegangen. Hier geht's nicht weiter. Verdammt. Wir haben nur zwei Zahlen. Hier sind wir wieder. Und hier geht's nicht weiter nach rechts. Entweder laufen wir jetzt noch weiter, dass wir noch einen größeren Radius abdecken. Hier finden wir keine weitere Zahl. Können auf den Dächern hier nochmal alles absuchen, auf den Lagerhallen. Ich glaube, hier finden wir nichts mehr. Ne, wir kommen auch nicht weiter nach links. Da ist die 5. Okay, dann gehen wir mal raus und gehen hier mal ein Stück weiter. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen weiter nach rechts rüber und können... Können auch weiter nach rechts gucken. Wir laufen mal hier einfach mal hier lang. Hier ist so oder sowas zum Ausgraben. Das buddeln wir erstmal aus. Sasquatch, was machst du da? Oha. Er hat sich festgehängt. Wo buddelt er denn? Das ist komplett falsch. Die Animation war total falsch. Jetzt holen wir unsere Kamera wieder raus. Ach, wir haben nur diesen Bereich zum Gucken. Ich kann gar nicht weiter nach rechts gucken. Das ist ja doof. Also müssen die Zahlen hier irgendwo sein. Hier müssen noch kleine versteckte Zahlen sein. Kleine versteckte Zahlen. Uns wird ja die dritte Zahl, wird uns ja schon helfen. Weil die vierte, die brauchen wir nicht unbedingt. Die können wir ja so durchklickern, bis sich das Schloss öffnet. Vielleicht finden wir... Ich gucke hier unten nochmal alles ab. Vielleicht haben wir hier irgendwas übersehen. Irgendeine Zahl.
Sieht nicht so aus, ne? Sieht nicht so aus. Wir gehen mal weiter nach links rüber. Kommen wir hier eigentlich raus? Ne, wir kommen hier nicht raus. Wir müssen wirklich wieder zurückgehen. Jack, komm her. Mein kleiner Freund. Also nach rechts hin können wir nicht weiter gucken. Wir versuchen mal, dass wir nach links noch weiter gucken können. Da oben steht der Kleine. So 0 und 5 wissen wir. 0 und 5. Wir nehmen mal das Fernglas mit. Und werden das Fernglas hier vorne nochmal auspacken, damit wir vielleicht weiter nach links nochmal gucken können. Wenn er uns dann lässt. Wenn er uns dann lässt. Ja, ein Stückchen lässt er uns nach links. Sehr gut. So, dann gucken wir hier nochmal. Können wir aufs Dach nochmal raufgucken. Das ist Lagerhalle B. So, hier geht's nicht weiter. Schau mal, dass wir nochmal nach oben können. Nee, nach oben geht's auch nicht weiter. Dann kommt der Holzstapel gleich. Okay, aber so funktioniert's. Wir gehen nochmal ein Stück weiter rauf aufs Gelände. Kommen wir nicht, wir melden uns erstmal an. So, jetzt gehen wir nochmal ein Stück rauf. Hier oben kommen wir eh nicht weiter. Wir stellen uns mal hier so an die Seite hin. Und gucken hier nochmal mit dem Fernglas. Lagerhalle B. Lagerhalle C. Sehr gut. So, jetzt gucken wir hier oben mal drauf. Müsste, glaube ich, noch ein Stück nach links. Guck mal hier. Hier ist noch ein Gully. Da kommen wir aber nicht rüber. Das müssten wir mit dem Gabelstapler, müssten wir die Stahlrohre hier oder was auch immer das sein soll, Stahlprofile, T-Träger, Doppel-T-Träger, so wie es aussieht, die müssten wir wegfahren. Mit dem Gabelstapler, damit wir dort reinkommen in das Gully. Uns fehlt noch eine Zahl, eine einzige. Nee, wir müssen rein. Wir müssen weiter rein. Vielleicht sollten wir den Nachtdienst nochmal machen. Den Sicherheitsdienst, Posten, Job. Um noch weiter aufs Gelände zu kommen. Mal gucken, ob wir den schon machen können. Wie spät ist denn das? Ja, ich glaube, den können wir schon machen. So. Oder ist da noch ein Schloss vor? Ist leider noch ein Schloss vor. Wir müssen noch ein bisschen warten. Oha, was war das? Es sieht so aus, als würden alle noch nach Hause gehen. Sie sollten sich lieber ganz vorsichtig rausschleichen, damit die Hafensicherheitsmann sie nicht entdeckt. Okay, was denn jetzt? Jetzt haben sie mich alle rausgeschmissen. So, wir gehen jetzt nochmal rein. Wissen ja nicht, wie spät es ist. Wir haben über Nacht geschlossen. Ja, genau. Wir wollen Sicherheitsdienst. Genau, das wollen wir jetzt machen. Jetzt gehen wir nochmal rein. Und 100 Pro pennt er gleich hier wieder, der Typ. Wir brauchen aber diese andere Nummer noch. Zwei, am besten zwei. Jo, wir haben uns für die Nachtschicht eingetragen. Die werden wir jetzt auch machen. Perfekt. Okay. Und mit dem Gabelstapler nachts rumfahren können wir dann auch nachher. Aber dafür brauchen wir erstmal diese Beförderung. Damit wir den Ausweis haben. So, wir gehen aber trotzdem mal hin. Ja, der pennt. Der pennt einfach. Ich kann das Fernglas nicht ausrüsten. Was ist das denn? Nein, ich kann das Fernglas nicht ausrüsten. Da müssen wir zu Fuß hier oben lang laufen. Und gucken, ob wir irgendeine Zahl hier noch finden.
Aber wir kommen ja halt hier nicht durch, ne? Das ist jetzt alles hier versperrt, verriegelt. Ja, hier ist dann auch Schluss, ne? Hier ist dann auch Schluss. Hier könnte man angeln nochmal. Aber hier ist dann auch wirklich jetzt Schluss. Keine Zahl in Sicht, keine weitere Zahl für diesen Tresor vorne. Richtig, richtig schade. Es ist richtig schade. Wir stellen nochmal den Strom aus. Ich weiß aber nicht, was das bringen soll. Ah, die Lampen gehen hier vorne aus. Hier, diese Lampen gehen vorne aus. Vielleicht können wir ja sogar durch die Türen hier oben jetzt. Durch diese Verriegelung. Mal gucken. Probieren wir das mal aus. Ne, wir kommen nicht rüber. Wir können ja auch nichts anschalten, gar nichts. Auf der anderen Seite ist der Schalter zum Drücken. Durchfahren können wir natürlich auch nicht. Verdammt, das ist doof. Das ist richtig doof. Dann müssen wir wirklich unseren Job hier noch weiter erledigen. Aufsteigen. Und vielleicht kommen wir ja dann hier rein. Oder es gibt irgendwo eine Schaltzentrale, wo wir diese Tore hinten aufmachen können. Vielleicht gibt es sowas. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Gabelstapler irgendwie schneller fährt. Der hat immer noch dasselbe Tempo. Hier läuft jemand. Habt ihr das gesehen? Der ist hier rein. Habt ihr das gesehen? Ich habe ihn angefahren. Er ist hier in das Gully rein. Okay. Krass. Und weg ist er. Einbrecher. Okay. Den kriegen wir jetzt nicht. Wir machen erstmal Schluss an dieser Stelle. Und machen im nächsten Let's Play weiter. Vielleicht mache ich das offstream, also offline nochmal so weiter, dass wir alles haben. Und dass ich euch zumindest im nächsten Let's Play zeigen kann, wie wir die anderen Nummern bekommen und in das andere Gelände dort oben reinkommen. Ja, ich glaube, so werde ich das machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.